Hallihallo, willkommen zu einer weiteren Runde hier von Renegade X und wir haben natürlich mal wieder C4 in der Hand gehabt auf einer meiner nicht geliebten Maps. Es sind nicht so viele Spiele, wie ihr seht. Es ist tatsächlich, mal jetzt mal eine Uhrzeit zu sagen, 20 vor 6. Und ich habe mich immer entschlossen, nachdem ich auf meinen Stundenplan geguckt habe, was ich noch aufnehmen muss. Und dementsprechend habe ich mich entschlossen, ach, Renegade könnte noch ein bisschen sein, denn vielleicht kann der eine oder andere sich gar nicht vorstellen, aber durch die große Anzahl an Spielen, die ich aufnehme und teilweise auch mal ein bisschen was im Vorhinein aufnehmen muss, muss ich mit einer Excel-Tapete arbeiten. Ich muss genau gucken, wann ich welches Spiel aufgenommen haben muss, damit es wann erscheint. Denn jetzt muss ich es auch noch, oder will ich es nochmal sagen, guckt euch mal die größeren YouTuber an, die bringen nicht täglich, oh geil, 2 Videos pro Tag raus. Viele bringen nur ein Video pro Tag raus, ne? Und ich bringe ja wirklich regelmäßig 2 pro Tag raus und ich mache es nicht hauptberuflich. Und das will ich mal an der Stelle erwähnen, wie anstrengend das ist. Und das Ganze geht halt tatsächlich nur zu organisieren mit einer Excel-Tapete. Oh geil, hab mich nur gerade ein bisschen gewundert. Dementsprechend, ja, ist heute ein bisschen Renegade dran. Mag der eine oder andere vielleicht nicht ganz so geil finden. Jetzt zu sagen, oh, vielleicht nur 1, 2, 3 Runden aufgenommen am Stück, ne? Das kann vielleicht gerade mal eine Map sein, je nachdem, wie sich das entwickelt. Hm. Ah, ich ziehe hier meine Raketen durch, kriege ich wenigstens noch Geld für, und dann kann ich mir gleich was Schönes verkaufen. Wie gesagt, ihr habt ja gesehen, da gibt es 1-2. Und vielleicht schafft er das ja hier. Ich würde euch auch gerne noch ein paar andere Spiele zeigen. Es gibt ein Spiel zum Beispiel, das nehme ich nicht auf. Das spiele ich einfach mal nur so ein bisschen zwischendurch. Weil ich daran Spaß habe, muss ich mal so sagen. Oh, ich habe es geschafft. Oh, okay, jetzt habe ich es nicht mehr geschafft. Ich bin direkt mal aufgelöst. Zu Staub zerfallen. Hm. Ich möchte mal gerne was probieren. Egal, ob das jetzt eine gute oder schlechte Idee ist. Ich weiß, es wird wahrscheinlich eine schlechte Idee sein. Und an der Stelle fällt mir ein, vielleicht sollte ich mir eine bessere Waffe mitnehmen. Baracken. Da ist der Weg. Ich habe jetzt den guten Karabiner mitgenommen, den ich immer als sehr gut erachtet habe. Musste aber lernen, ja, der ist nicht immer so gut. Dadurch, dass er doch ziemlich schnell auseinander geht, ihr müsst mal auf die Kugeln achten. Aber zumindest die beste Waffe, die man sich so einfach mal kaufen kann zwischendurch. Und ich denke mal, dass durch den großen Angriff auf der einen Seite die ganzen Nord-Einheiten gebunden sind. Ja, ich wollte der Dame nicht ins Wort fallen, obwohl sie mir ins Wort gefallen ist. Aber in dem Fall kann ich es verzeihen, ist ja nur ein Spiel. Und wieso habe ich das Gefühl, ich habe mich verlaufen? Ich bin so schlecht, was das jetzt hier angeht. Die Grafik ist übrigens hier der Unreal Engine verschuldet. Oder können wir zumindest verdanken, sagen wir es mal so. Das wird ein langer Weg. Oh, da war er schneller als ich. Beide hatten dieselbe Waffe. Und warum fliege ich jetzt am Ende so weg? Shit. Ja, Versuch war es wert. Schlecht umgesetzt. Schade. Auf. Aber krass, dass der da so gewartet hat, dass die tatsächlich eine Person abstellen konnten bei 9 Spielern, der da sich konzentriert, diese Brücke zu beschützen. Das ist krass.
Oh. Oh. Die Amerikaner haben wieder ihr Waffensystem erweitert. Yes. Und was heißt? 7. Ja, das war der Spy. Ja, mega. Ich weiß, man soll eigentlich nicht aussteigen, aber es lässt sich halt nicht immer vermeiden. So, den machen wir mal von hinten ein bisschen heil, während er hier an frei fährt. Das war's. Sehr geil. Ich gebe mein Bestes, ich gebe mein Bestes. Ah, da hätte er mich mehr schützen müssen. Aber gut, wir haben das Beste gegeben. Scheiß drauf. Nein! Mist! Das war nicht gut von mir. Medium Tank ready. APC ready. APC ready. So, haben wir nicht verloren, sehr schön. GDI Infantry Barracks repaired. Ich hätte mal unten auf die Uhr gucken sollen, wann das Ganze hier angefangen hat. Naja. Haben wir die Zeit tatsächlich nochmal sinnvoll überbrücken können. Ich brauche ein Taxi. So. Damit ich am Ende auch noch durchsprinten kann. Was haben die denn noch für ein Gebäude? Gucken wir mal. Nord hat noch die Hand. Arr, das tut weh, obwohl es doppelt so viel kostet. Ah, das ist scheiße. Jupp. Ich find's geil, man fährt hier und hat keine Lags. Das kennen so Daisy, ist das so ein Fremdwort. Oh, das ging jetzt aber flott.
Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Nicht mal eine Viertelstunde. Tja, eiskalt. Eiskalt, gutes Team. Und ich habe nicht so viel dazu beigetragen. Man könnte auch sagen, gar nichts. Welchen Map? Ich nehme mal die, wo nicht drauf gewählt wurde. Die hier. Einfach so aus Just for Fun. Und grüße mal ganz lieb. Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir ihn denn? Da. Ihn grüße ich ganz lieb. Kann er sich mal lieb gegrüßt fühlen? Finde ich schön, wenn man Leute auf den Servern wiedererkennt, mit denen man gerne spielt, die auch gerne die Let's Plays gucken und sich erfreuen an dem, was man macht. Finde ich gut. Finde ich schön. Hoffen wir natürlich, dass jetzt ein paar mehr Spieler draufkommen. 7 gegen 7 sind weniger als 10 gegen 10. Ich glaube, da haben schon so seine 6 Leute den Server verlassen. Das sind die schlechten Verlierer. Ich verliere Escape. Nee, also das geht gar nicht. Meine Statistik hier. Es gibt tatsächlich hier eine Statistik, muss ich dazu sagen. Traurig, wie es ist. Die dann einfach abhauen. Das ist also... da kann man nur ein bisschen weinen. Aber gut, jedem das seine. Man will ja nicht über andere Spieler kritisieren, hier sich da auslassen. Nur weil die einen anderen Spielstil haben, wobei ich den eben halt nicht teilen mag. Aber jeder so, wie er eben halt Spaß hat. Denn ein Spiel soll Spaß machen. Und wenn sie nur so Spaß daran haben, bitte sehr. Ich möchte gerne hier rauf. Und von hier. Komme ich hier irgendwie drauf? Ich glaube nicht. Hier hoch. Ich gucke gerade. Hier vielleicht. Man könnte mal probieren. Hier rauf. Hier hoch. Da hoch. Wollen wir das mal probieren? Ohne... Harvesting ready. Okay, ich sehe schon, man darf hier nicht rauf. Wie ihr seht, ich prall hier schon immer von ab. Theoretisch möglich, aber praktisch nicht. Schöner Satz, oder? Ja, ist kein guter Satz. Ich möchte rein in das Auto sagen. Ja, es ist eigentlich schon fast zu spät. Mist. Na gut, dann machen wir hier halt immer so ein Single-Game. Wir alleine gegen Not. Naja, wir haben ja noch die, die Base ein bisschen verteidigen und sowas. Krass. Respekt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass so ein Hang wie die... Schade. Ja, hier sind wirklich sehr viele AFK. Ist ja scheiße. Na gut, wir wollen ihn ja sein Mega-Vordringen jetzt hier nicht kaputt machen. War ja trotzdem sehr gut gemacht. Aber wenn so viele AFK sind, ist gerade scheiße, merke ich gerade. Das sollten die gewinnen. Das Problem ist halt, viele gehen, Map zu Ende, gehe ich nochmal als Beispiel auf Klo, in die Küche oder was auch immer und lassen sich dabei sehr viel Zeit. Ich meine, auf Klo, gut, nimmst dir so viel Zeit, wie du brauchst. Geht halt nicht anders. Ja, läuft. Oh, sauber.
Aber der Patch ist halt richtig gut gegen Fahrzeuge. Zumindest gegen diese leichten Fahrzeuge, die die haben. Und die kann ich mir nicht leisten. Da muss ich halt ein bisschen warten. Vote. Kick. ST. Wo haben wir ihn denn? 5179. 5179. Tja, da waren die dann doch schneller in der Basis, als ich damit gerechnet hätte. Müssen wir die nehmen. Ist ein Witz, oder? Das platzieren die Gegner schon Minen bei uns. Die Waffe ist gut. Ich bleib dabei, gerade gegen Einheiten, also gegen Bodenläufer. Wenn die trifft, dann macht sie mächtig Schaden. Tja, ich würde jetzt mal eine Prognose abgeben, ob wir das noch gewinnen können oder nicht. Und lasst mich mal raten, nein. Vielleicht haben wir noch irgendeinen so einen Spieler dabei, der ordentlich Asche hat und irgendwie unbemerkt in die gegnerische Basis reinkommt und dann einen Ionschlag absetzt. Naja. Was mache ich denn da? Tja. Ah, das haben sie mich gekriegt. Und so viel Spice. Ja, das sollten wir nicht schaffen. Keine Chance. Zwei Nuklearschläge, die haben noch einen Flamer da und... Ja... Ah, noch mit der Pistole! Tja, schade, schade. Aber ich denke mal, damit ist diese Folge voll und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei Renegade X bei einer netten Schlacht. Oh, wir hätten sogar fast die Hand von Not fertig machen. Naja, auf jeden Fall sage ich danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!